Felix, es gibt da ein Chesnummer. Ja, also mein ganzes Konzept ist so, dass ich seit Jahren mich mit Jazz beschäftige und wie die Martina gesagt hat, sie möchte ein Jazzkonzert geben, habe ich gesagt, okay, dann male ich die Bilder dazu. Die sind speziell für die Musikgewalt. Genau, ja. Aha. Und da ich mich seit Jahrzehnten mit Jazz beschäftige, war das für mich ein Traum, das zu malen. Da ist ein Bild nach dem anderen entstanden und ich konnte eigentlich gar nicht aufhören. Also hast du dabei Musik gehört, wie du das gemeint hast? Teilweise habe ich Musik gehört und teilweise habe ich so viele Melodien im Kopf, die kann ich einfach so vor mich hin summen. Und gehst du dann rauf auch singen? Nein. 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 Dieses Bild hat den Hintergrund, dass der Jacques Lussier, das ist ein sehr berühmter Pianist, gewisse Melodien von Erik Satie arrangiert hat, neu arrangiert hat. Und das ist eines meiner Lieblingslieder und auch Bilder, weil diese weißen Streifen da sollen dann die Tasten des Klaviers bedeuten und die Musik läuft manchmal auseinander und dann wieder zusammen und auseinander und zusammen. Das ist ein ganz berühmtes Lied, What a Wonderful World, von Louis Armstrong. Und ich glaube, das kennt jeder, auch wenn er nicht jazzbegeistert ist. Aber es wird oft gespielt und es ist einfach dieser Ausdruck, wie schön eigentlich das alles ist und Licht durchflutet. Und es ist einfach ein Traum, sowas zu erschaffen. Ja, herzlich willkommen hier im alten Rathaus. Das alte Rathaus ist ja seit 1989 unser Wahrzeichen und auch unser Kulturzentrum. Es ist ja nur in den letzten Jahren passiert, dass hier nicht mehr so viele Veranstaltungen stattfinden. Hat einerseits den Vorteil gehabt, dass wir unser Kulturabo im Freizeitzentrum machen konnten, wo wir über 300 Abonnenten haben. Das kann natürlich hier keinen Platz mehr finden. Jetzt hat sich eine Gruppe von engagierten Künstlerinnen und Künstlern um mich geschart und wir haben gesagt, wir wollen das alte Rathaus wieder beleben. Wir im alten Rathaus, wir mit euch und ihr mit uns. Und wir starten heute mit der ersten Veranstaltung. Und es sollten diese Veranstaltungen vielleicht auch eben noch ein bisschen zurückgehen in die Geschichte. Wir haben vor über einem Jahr begonnen und die Euphorie war sehr groß und wir haben gesagt, da machen wir was. Die haben gesagt, nein, wir starten erst dann, wenn wir ein komplettes Programm haben. Und es ist uns gelungen, dieses komplette Programm in dieser herrlichen Broschüre wie im alten Rathaus, die sich sehr toll öffnet, mit der Tür da oben, soll einladend sein, geschaffen. Und was mich am meisten freut, das Kulturgemeinderat ist, dass fast alle Künstlerinnen und Künstler aus Wiener Neudorf sind. Es ist immer so, dass wir versuchen, zu jedem Programmpunkt sowohl eine Bilderausstellung als auch eine gesangliche bzw. auch eine Literaturveranstaltung zu finden. Ich möchte also hier gerade sehr viel Dank auch an den Bürgermeister ausrichten, der heute leider verhindert ist. Er hat uns da sehr unterstützt und er wird ja selber einen Leseabend gemeinsam mit der Martina Bergmann machen. Und so wie ich zuerst gesagt habe, es waren fast lauter Wiener Neudorferinnen und Wiener Neudorfer, die sich zur Verfügung stellen. Und jetzt, wenn man in die Broschüre hineinsieht, sieht man ja genau, was rausgekommen ist. Heute haben wir einmal die Sigrid Jonak als Malerin da, schon eine
eine längere Bekannte, und die Martina Bergmann, Lehrerin an der Volksschule in Wiener Neudorf. Sie wird den gesanglichen Teil des Abends heute übernehmen. Gut, jetzt Sigrid, darf ich dich bitten, erzähl uns ein bisschen was über die heutige Ausstellung. Okay, danke. Also letzten Herbst sind wir da zusammengesessen und haben dieses Projekt da gestartet und die Martina hat dann gemeint, na, ich würde da schon gern mit meiner Band einmal da spielen. So Jazzlieder und so. Und ich so ganz spontan, ja, aber dann male ich die Bilder dazu, unbedingt. Und warum? Weil ich muss jetzt ehrlich sagen, also seit Ende der 70er Jahre bin ich dem Jazz verfallen. Ich habe damals die erste Kassette gekriegt, damals hat es ja noch einen Kassettenrekorder gegeben, von Terje Riptal, das ist ein Norweger. Und das war das Stück Waves und ich habe mir diese Kassette 100-mal angehört und die Begeisterung ist immer größer geworden und dann kamen natürlich die Langspielplatten dazu und ich begann dann natürlich ins Boyer und Best zu gehen, mir Konzerte anzuhören, ins Birdland zu Joe Zawinul, also noch damals lebte, und was mich auch noch sehr begeistert hat, war in der Votivkirche in Wien hat der Jan Gabarek, das ist ein Saxophonist, gespielt und in dieser großen Kirche und dieses eine Saxophon, also mich hat es umgehauen, das war einfach toll. Ja, und wie wir dann gesagt haben, okay, das machen wir, habe ich mich natürlich sofort in dieses Projekt gestürzt und ursprünglich wollte ich ja eigentlich nur einen Raum, also nur den ersten Raum bestücken, aber in meinem Kopf sind so viele Ideen und Melodien herumgeschwirrt, dass ich mir gedacht habe, nein. Also wenn, dann gleich alle drei Räume und es ist eins nach dem anderen entstanden und ich male ja hauptsächlich immer so Oktober bis März, also in diesen langen Wintermonaten und es ist eins nach dem anderen rausgeschossen, muss man schon sagen. Ja, und jetzt abschließend möchte ich mich natürlich bei dir, Niki, bei Martina, bei der ganzen Gruppe herzlich bedanken und einen möchte ich auch noch erwähnen, ich weiß nicht, wo er ist, aber mein lieber Mann, der unterstützt mich da immer. Danke, dass du mich immer unterstützt und aushältst mit meinen Eskapaden. Genau. Und dir möchte ich etwas vermachen. Danke. Grün in der Hoffnung, dass es gut gedeiht. Es ist das Samenkorn, was wir heute gelegt haben. Genau. Bevor ich dir da das Mikro gebe, möchte ich mich auch bei der ganzen Gruppe bedanken, die in wirklich in monatelangen Zusammenkünften, wir sind da mindestens einmal im Monat da zusammengesessen und haben gesagt, was können wir da machen, wie können wir es machen, ich habe kein Geld, ich habe kein Budget dafür, wir haben es gemacht, wir haben es geschafft. Ich darf mich recht herzlich bei der Monika Bierdecker-Valenta bedanken, die wirklich auch unsere Protokollführerin ist. Wir haben es ja nicht vergessen, natürlich die Martina Bergmann für die Volksschule, die Sigrid, auch schon bekannt. Wir haben die Anna Kukutas, eine meiner Vorgängerinnen als Kulturgemeinderätin bei uns gehabt. Wir haben den Helmut Schwarzer, ein ehemaliger Wiener Neudorfer, Jesser. Wir haben die Frau Preis, Carole Preis, da neu dazugekommen. Wir haben die Frau Kort, bitte? Die Frau Michaela Korn ist noch da. Ja. Sehr genau. Gut. Und es kommt dann dazu, dann habe ich irgendwie vergessen. Ja, natürlich auch die Frohlieb, Domsitz Stollwerk hat uns auch sehr viel unterstützt auch. Und das Programm ist wirklich zu 90% voll auf Wiener Neudorfer Boden gewachsen. Ja, jetzt kommt die Martina dran. So viel habe ich dem jetzt nicht mehr hinzuzufügen. Ja, ich freue mich sehr, dass jetzt das erste Konzert für mich in meinem Heimatort stattfinden kann mit meiner Band. Wurde schon viel gesagt über den Zusammenhang zwischen der bildenden Kunst und der Jazzmusik, was hier ja vollkommen ausgelebt wird. Wir freuen uns sehr, dass wir einen musikalischen Beitrag leisten können zu diesem neuen Projekt, zu dieser neuen Kunst-Kultur-Reihe, die da gestartet ist mit Wir im Alten Rathaus. Und
ja, wir wünschen einfach viel Vergnügen und auf dass viele Leute noch kommen, die Bilder anschauen und zu den nächsten Konzerten auch kommen. Die Folder liegen offen mit den Terminen. Ja, sehr gut. Ich hoffe, ihr kommt immer wieder. Immer wieder und bringt immer mehr Leute mit. Wir haben heute wirklich die erste Veranstaltung. Wir sind in das kalte Wasser gesprungen. Wir haben gesagt, wir probieren es, wir machen es und wir schauen, dass wir das alte Rathaus gemeinsam mit euch beleben. Since you said you were mine.
musikalischen Teil dieses Abends. Und ja, wir drei präsentieren Ihnen so meine oder ich hoffe unsere Lieblingssongs aus dem Jazz, die Jazz-Standards, die wir alle schon kennen, die wir gehört haben, die uns auch allen gut gefallen. Und ich darf mir die Band kurz vorstellen. Da haben wir am Klavier Michael Kneis. Und am Bass, wie auch schon vorher gehört, Hannes Lasakowitz. Und heute in der Kombination Tina and the Late Night Combo. Mit dem nächsten Lied dürfen wir Sie einladen. Ja, also es ist eine nett gemeinte Einladung für alle, die es vielleicht bis jetzt noch nicht getan haben, aber es vielleicht vorhaben. Und damit geht es jetzt gleich mal weiter. I got a feeling, it's a feeling I'm concealing, I don't know why. It's just a mental, incidental, sentimental alibi.
Yeah.